Hier ist wieder Destiny Schill von YouTube und heute stelle ich euch einen Playmobil Feuerwehr Adventskalender vor. Dann wünsche ich mal viel Spaß mit dem Video. Den Playmobil 5495 Adventskalender Feuerwehreinsatz mit Kartenspiel könnt ihr von Amazon bestellen. Der kostet rund 16 Euro. Wer nach dem Video Interesse an dem Produkt hat, der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Und hier hat man einmal die Front. Hier seht ihr so ein schönes Motiv. Hier unten die Artikelbezeichnung und mit cooler extra Überraschung. Da bin ich ja mal gespannt. Drehen wir das Ganze mal um. Ja, und hier hinten, Playmobil typisch, kriegt man wieder alles, das dargestellt, was in der Verpackung nachher drin ist. Und da wollen wir die doch mal auspacken. So, hinaus mit dir. Ich hatte noch nie einen Playmobil Adventskalender gehabt. Ich habe mir sonst immer so SpongeBob oder Prinzessin Lillifi gekauft. So, was haben wir denn hier Schönes? Auf der Rückseite ist was dran geklebt. Kann man das so abmachen? Ja, man kann. Yes, I can. Na, so. Ah, das ist dieser Papp-Hintergrund. Jo, dann haben wir hier einmal den Kalender mit den ganzen Türchen. Kann man die eindrücken? Ja, die kann man eindrücken. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal so ein Motiv. Zack. Und hier schauen wir jetzt mal rein, was da Schönes drin ist. Bevor ich es vergesse, ich grüße noch den Kevins K. Und zwar hat er mir so schön meine Frage, die an Playmobil Deutschland gerichtet gewesen ist, beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, ob dieses Jahr neben dem Eishockey-Set und den neuen Kalendern noch neue Sachen kommen. Weil in dem alten Playmobil-Katalog, das hier ist ja schon der neue von 2015-16, war nichts mehr drin gewesen, außer noch das Puppenhaus. Und das ist ja ganz in rosa und das fand ich dann halt nicht so pralle. Weihnachtskalender, ich zeige es euch mal gerade. Das ist der alte halt vom letzten Jahr. Und hier sind die drei neuen. Den stelle ich noch vor. Und bei denen überlege ich es mir noch, weil die fand ich jetzt von den Motiven her nicht so prall. Okay, hier Girls. Ja, Geschmackssache. Auf jeden Fall sehr cool. Kommt noch ein fetter Weihnachtsmann raus mit einer Größe von roundabout 60 cm. Also hier Anfang Oktober, nicht ganz günstig das Ganze, 50 Kracher. So, was war Schönes drin gewesen? Hier haben wir so eine Aufbauanleitung halt von dem Hintergrund, wo das Set nachher davor kommt. Plus nochmal die ganzen Figuren und Kleinteile. Ja, hier unten wird dann gezeigt, wie man das Moped zusammenbaut. Hier haben wir noch den Hintergrund. Ich tue den mal gerade auffalten. Und der schaut dann so nachher aus. Ja, ich habe das Hintergrundbild mal aufgebaut. Das schaut jetzt so aus. War eigentlich relativ einfach. Gibt verschiedene Sachen, die man dann halt knicken und falten muss. Steht dann so ein 3D-Effekt und das Ganze wird dann einfach hier unten immer durchgesteckt und das kann man dann so umknicken und dann kann man das nachher prima so hinstellen. Ich werde jetzt nicht zeigen, was hinter allen 24 Türchen ist, weil das wäre super uninteressant. Nachher bekommt ihr so einen Kalender geschenkt und dann wisst ihr ja schon, was wo drin ist. Video ist mehr, sage ich mal, für die Eltern, die wissen wollen, ob das Set nachher schön aussieht, ob es interessant ist. Und deswegen baue ich das dann halt mal auf. Wir fangen einfach nur mit Türchen Nummer 1 an. Das werde ich jetzt mal öffnen. So, schauen wir mal, wie man das hier so eindrückt. So, und, aha, wer hätte das gedacht? Türchen Nummer 1 ist direkt eine Figur drin. Ja, und die ganzen Sachen waren jetzt alles in dem Kalender drin gewesen. Und die baue ich mal flugs auf. So, das Set ist komplett aufgebaut. So schaut das jetzt aus. Man hat quasi zwei Szenen. Hier haben wir einmal die Werkstatt und nebendran auf dem Hof brennt dann dieser Reifenstapel. Ja, fangen wir mal an. Hier haben wir so ein Moped. Das schaut so aus.
mit beweglichen Reifen. Hier habt ihr so einen Ständer, den könnt ihr einklappen. Dann können wir den wieder hinstellen. Hier ist ein Ersatzrad, die war nämlich gerade am Reifenwechsel. Ja, dann haben wir hier den Fahrer, den kleinen Kitty. So schaut er aus. Vorne so ein Moped drauf. Dem könnt ihr dann hier so, weil Sicherheit ja sein muss, einen Helm anziehen. Hier gibt es eine Katze. Katzen gehen ja immer, weiß jeder. Könnt ihr so ein bisschen den Kopf bewegen. Dann haben wir hier den Vater oder den Werkstattaufseher, je nachdem. Der hilft dabei, den Brand zu löschen. Der hat hier nämlich so einen Feuerlöscher in der Hand. Hier hinten gibt es ein Notebook, Diagnose zu machen. Ein Ölkännchen haben wir auch noch. Das wäre das hier. Plus zweimal Öl. Und eine Kettensäge. Ich weiß jetzt nicht, was die da zu suchen hat. Aber mal egal. Eine Kettensäge. So. Ja, hier kann man sein Werkzeug verstauen. Sind verschiedene vorhanden. Die kann man aber auch hier hinten, seht ihr, an der Wand so reinmachen. Dann haben wir hier zum Beispiel noch eine Axt. Das ist ein großer Hammer. Und hier ist noch eine Lampe. So, gehen wir mal rechts rüber. Jo, da ist ein Feuerwehrmann. Der ist gerade den Löschroboter da am Bedienen. Mit dieser Bedienungseinheit hier, die kann man dem in die Hand reinmachen. Dann hat er noch hier so ein Walkie-Talkie, um sich zu verständigen. Und so schaut er dann aus. Helm kann man hier hoch machen. Die haben jeweils immer so Platten. Da könnt ihr die draufstellen oder hier einfach wieder abmachen. Ja, das ist einer von der Löscheinheit. Der hat hier so eine Atemmaske für den Sauerstoff. Könnt auch wieder den Helm hoch machen. Die Maske kann man auch abnehmen. Zack, so schaut es aus. Ja, hier hinten ist dann der Tank. Und der hat den Hydranten bedient mit der Spritz hier vorne. Hier haben wir den Hydranten und dann haben wir hier die Spritze. Ja, die könnt ihr dann auch hoch und runter machen. Jo, zu guter Letzt haben wir hier noch das Löschfahrzeug. Seht ihr, das ist beweglich, das Ganze. Hier vorne kommt die, der Schaum raus, Schaumkanone. Das könnt ihr dann hier bedienen wieder. Hier mal zwei Scheinwerfer. Jo. Auch wieder Aufkleber wurden verklebt. Hier in dem Bereich, da und da. Und das war ein bisschen tricky. Konnte man zwar ein bisschen zur Seite drehen. Seht ihr hier, ist drehbar. Aber da musste ich schon ein Messerchen nehmen, um den aufzubringen. Und Playmobil typisch. Die Aufkleber sind ja nie so lang wie die Teile, wo sie drauf sollen. Hier habe ich ganz am Anfang angesetzt. Und hier fehlt wieder ein Stück. Das sollten die wirklich mal ändern. Ja. So, jetzt zeige ich noch gerade die Szene hier. Hier habt ihr so sag mal, Feuer dran gemacht. Das sieht sehr schön aus. So ein bisschen 3D-Effekt. Hier im Hintergrund sieht man noch die anderen Einsatzfahrzeuge. Ja, und hier haben wir dann die Garage. Ja, jetzt habe ich euch den Playmobil-Kalender auch mal kurz vorgestellt. Es gibt hier noch dieses Kartenset hier. So schaut es aus. Werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil sonst wäre nachher keine Überraschung mehr da, wenn ihr das Geschenk bekommt. Und ihr wisst, alles das, was drin ist, beziehungsweise wie die Karten aussehen, finde ich ein bisschen doof. Wie gesagt, mir ging es nochmal darum, euch das Set zu zeigen, halt. Vielleicht interessant für Erwachsene, die das verschenken wollen. Ich finde es super, mega, klasse, toll. Also wirklich toller Kalender.
Und wer jetzt denkt, da könnte sein Kind dran Spaß haben, der Link dazu steht im Text und im Video. Einfach mal draufklicken, das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst da auf keinen Fall den neuen Piratenkalender von 2015. Den zeige ich nämlich auch noch.